Mann, Alter. Wir haben im letzten Video diesen Offroad-Rollstuhl hier für meinen Bruder gebaut, weil der jetzt eine Entzündung in seinem Knie hat und deswegen leider nicht wirklich laufen kann. Bisher ist er noch nicht ganz so ideal, weil man ihn noch selber mit den Händen anschieben muss, deswegen muss er unbedingt einen Motor rein. Und dann machen wir jetzt noch so richtig coole Schutzbleche dran, damit es ein bisschen geiler aussieht. Das Schutzblech hier ist jetzt von so einem alten Anhänger, das ist bisher noch viel zu groß, das wechseln wir jetzt mal gleich. Die Schutzbleche hier hinten mache ich dann nachher noch matt schwarz. Das ist jetzt erstmal nur die Grundierung, die muss noch ein bisschen trocknen. Und dann mache ich jetzt erstmal die Motoren hier hinten dran. Und zwar hatte ich euch da ja gefragt, was ich für einen Motor nehmen soll. Und ihr wart euch eigentlich alle einig, dass ein Benzinmotor nicht so viel Sinn macht, falls man mal drinnen fahren will. Deswegen habe ich jetzt zwei von diesen 1000 Watt Motoren hier geholt. Die sind zusammen mit der Steuerung hier eigentlich ziemlich günstig. Die habe ich euch auch nochmal unter dem Video verlinkt. Ich glaube, die sind ein bisschen sinnvoller, als wenn ich da jetzt so einen Motor von unserer Drohne dran machen würde. Weil mit 40 PS könnte man das Ding, glaube ich, gar nicht mehr steuern. Das Ganze wird dann wieder mit einer Kette angetrieben. Deswegen mache ich jetzt erstmal die Kettenblätter auf die Räder hier. Mir ist ein ziemlich dummer Fehler passiert, und zwar ist mir gerade aufgefallen, dass ich das falsche Kettenblatt und die falsche Kette bestellt habe. Das heißt, die passen nicht zu dem Ritzel, was jetzt auf dem Motor ist. Das Problem ist, dass ich sowas irgendwie nirgendwo kaufen kann, und wenn ich es jetzt auf eBay bestelle, dauert es wieder fast eine Woche. Deswegen habe ich jetzt gedacht, dass ich so ein Ritzel selber irgendwie aus dem Stahlteil flexe. Mal sehen, ob das funktioniert. So, ich bin endlich fertig. Ich habe zum Glück noch eins von einem Pocketbike gefunden. Das konnte ich jetzt so ein bisschen als Schablone nehmen. Ich hoffe mal, dass es jetzt wirklich passt. Wir betreiben das jetzt mit drei von den Autobatterien hier. Es wird gar nicht so einfach, die hier unten reinzukriegen. Wir machen da jetzt Winkel rein und stellen die dann da mal drauf. Hier vorne bei dem Rad hatten wir jetzt noch die Originalachse vom Rollstuhl dran. Wieder etwas zu schwach und ist jetzt gebrochen, als wir es ein bisschen stärker getestet haben. Dann machen wir jetzt so eine Achse von dem Roller rein, dann hält es ein bisschen mehr und dann machen wir noch ein kürzeres Rad dran. Wir haben jetzt hier so ein Kardangelenk aus dem Auto, das war normalerweise am Lenker dran. Das machen wir jetzt hier oben so dran, damit man das Rad dann ein bisschen besser lenken kann. Der Rollstuhl ist jetzt so gut wie fertig, muss nur noch ein bisschen lackiert werden. Ich habe jetzt alles fertig angeschlossen. Mit den Gasgriffen hier kann ich jetzt die Motoren einzeln ansteuern. Das heißt, mit dem hier das rechte Rad, mit dem hier das linke. Dann würde ich sagen, testen wir jetzt mal, ob sich die Räder überhaupt drehen. Der Philipp ist jetzt gestern Abend nach Hause gekommen. Der hat noch nicht gesehen, wie der Rollstuhl jetzt aussieht. Wir zeigen es ihm jetzt mal. So, bist du bereit? Ja. Große Bremse. Ja. Alter. Ach, Scheiße. Okay. Sieht aus wie so ein richtiger Traktor. Die anderen Schalter haben irgendwie keinen Sinn. Ich bin mal gespannt, wie der fährt. Die brauche ich nicht mehr. Ja.
Geil. Kannst du aber auch nicht schlagen lassen. Ja, krass, wie gut man das kontrollieren kann. Du kannst halt richtig enge Kurven fahren. Im nächsten Video machen wir dann mal einen richtigen Offroad-Härtetest mit dem Teil hier. Wir müssen echt mal sehen, was das alles so drauf hat. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen dafür habt oder Verbesserungsvorschläge oder irgendwas, dann schreibt es uns in die Kommentare. Was es hier auf jeden Fall auch noch braucht, ist ein Name. Da hattet ihr ja auch immer richtig gute Ideen. Ja, die Teile habe ich euch, wie gesagt, alle unter dem Video verlinkt. Auch die Lichter hier oben, die sind schon ziemlich krass, finde ich. Dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video.